Hallo und willkommen zur neuen Folge Graveyard Keeper. So, wir haben letzte Folge endlich mal mit dem Keller unsicher gemacht. Und das wird diese Folge passieren. Wir haben jetzt etliche an Nahrung dabei. Ja, das hat uns doch gefehlt. Ah, ich wollte mal schauen, gibt es irgendwas, was uns auch Energie gibt? Leben zum Beispiel, Energie. Weil wir haben bis jetzt nur Sachen, die uns eigentlich nur Leben geben. Auch Energie, hier, Leben. Grüner Schleim. Mit Honig zusammen, gibt plus 3 Leben. Warte mal, grüner Schleim. Wir haben noch Schleim noch zur Seite gelegt. Ich habe zu wenig Schleime. Aber warte mal, das nehmen wir mit. Inventar. Ich dachte gerade, Inventar ist leer. okay, mal gucken, jetzt müssen wir kurz in den Keller gehen. Ja, da haben wir etwas Schleim. Legen wir mal kurz auch alles rein. Was wir jetzt nicht dabei haben müssen. Blätter, Holz, Zwiebeln. Wieso ich den Torf dabei habe, weiß auch wahrscheinlich kein Mensch. So, Schleim nehme ich mit. Okay, jetzt. F. Mach Wackelpudding. Jetzt fehlt noch ein Schleim für das weiteres machen. Habe ich den Schleim da mitnehmen können eigentlich? Oder hat er keinen Platz jetzt? Kein Platz, okay. Torf da rein, so. Schau gleich mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Energie haben wir eigentlich. Das sehe ich gar nicht so wirklich, ne? Ne, das sehen wir gar nicht so wirklich, wie viel Energie wir haben. So, okay. Ich hoffe, sag mal, der Wackelpudding macht denn das, was wir brauchen. So. Gehen wir mal in den Keller und ja, haben wir ein bisschen durch, müssen ein bisschen Rohstoffe noch bekommen. Weil ich glaube zurzeit wirklich, dass das eigentlich zurzeit das ist, was uns am meisten bringt, meist voranbringt, meistens was nützt. Ja, erste Stufe noch. Ich glaube, hier unten waren wir ganz am Anfang, ne? Also so anscheinend wird wirklich alles zurückgesetzt. Also nicht zurückgesetzt, das heißt, wir können alles einmal erforschen. Das heißt, er braucht der Dungeon einmal endlich. Einmal ist er komplett durchgeforstet. Aber es gibt einen neuen Modus dann irgendwie. Hier gibt es dann nichts mehr zu holen, ne? Hier waren wir natürlich auch schon. So, hier unten waren wir, als wir nicht mehr alles tragen konnten. Hier sind wir nach unten zuerst gegangen. Okay. Wir können uns ja gar nicht schützen von den Mäusen, eigentlich. Okay. Schüler können wir zerstören. Ich habe natürlich Holz. Die Vasen können wir auch zerdeppern. Ein Heiltrank. Was ist das? Wie, du tauchst so voll? Ach, nicht ernst, oder? Scheiße. Kann man Inventar nicht vergrößern? Was ist das? Das sind Zwiebeln, glaube ich. Ja, das ist ja übel, wenn das Inventar so schnell voll ist. Okay, glaube ich, ehrlich gesagt, muss ich die Möwen dann schon wieder da lassen.
mir so ein Teil der Mühlen. Das ist echt übel, so schnell Inventar voll. Da kommt mir ja zu nichts. Jetzt überlege ich jetzt mal ab. Dieses größte Stack auch. Ach, hier ist voll. Oh Mann. Schon hier brauchen wir. Ach, die zählen schon zu. Oh. Echt, haben wir zu wenig für das sogar. Okay, warte, ich muss schon hier bauen. Machen wir einen Barren. Wie gut, dass wir gerade einen Barren abgelegt haben. So, raus. Schon hier. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich würde sagen, wir gehen sogar kurz schlafen. Weil wir doch schon ein bisschen wach sind. Und wir möchten ja eh über die Prediger warten. Dementsprechend kann man schon ein bisschen schlafen. So, jetzt aber. Eine weite Kiste. Drehe mit R. Noch mehr Kisten so rein? Ja, in Theorie schon, aber. Okay. Ah, da war noch, wir müssen uns das bauen. Da würde ich sagen, da machen wir eine Kiste, wo wir nur Metallsachen rein tun. Nur Rohstoffe. So. Die Sachen mal raus, nehme ich die Predigsachen auch da rein. Nur Rohstoff, sag ich, ne? Nur Rohstoffe, okay. Wer ist das? Ganz ehrlich, ganz kurz kann ich hier raus, ja. Okay. Wir können schon fast das Werkzeug da lassen, aber das lasse ich jetzt nicht da. Okay, gut, wir gehen mal wieder in den Dungeon. Wir sind ja ausgeschlafen. Wir haben doch ein paar Inventarplätze jetzt. Jawohl. So, also müssen wir hier durch. Dann hier nach unten. Gibt es hier eine Map eigentlich? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier noch durch, genau. Und jetzt müssen wir unten nach rechts. So, jetzt kommen wir in ein neues Gebiet. Okay, jetzt schon mal Schleime. Scheiße. Okay, das Vieh war doof. Gibt es ein bisschen Holz, Planken, Eisenstücke. So. Rohsamen. Ich frage mich, kann ich jetzt hier dann gleich hoch? Vor allem kann ich Kerzen mitnehmen, war nicht. Kann ich Kerzen stören? Nee. Ah, okay, gut.
Man kommt direkt nach draußen. Das ist schon mal gut. Immerhin das. So. Gehen wir uns jetzt die rechte Seite durch. Ach, die Probleme sind echt doof. Ich gebe so Energie. Scheiße. Ja, müssen wir den Heiltrank nehmen. Okay, und hier ist nichts zu machen, ne? Scheiße. Jetzt habe ich so viel Puddings verschwendet für Energie, die uns jetzt nichts nützt. Scheiße. Ja. Doof. Talshot, E öffnen. Bücherregal ist nichts. Heißt in dem Bücherregal was drin? Auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Aha. Den kann ich zu den auch nicht, okay. Kann ich durchlaufen? Kann ich durchlaufen, okay. Okay, also diese Flamme sind echt banditisch. Wir sind hier durchgerannt, haben nichts bekommen. Ja, auch nichts waren die Fledermäuse. Na toll. Für den Arsch hier so viel Energie gekostet. Okay, ich glaube, ich habe doch rausgefunden, wie ich die Spleenäuse bekämpfe, kann, um sie nicht groß treffen. Man muss halt immer in Bewegung bleiben. Oh, kurz, mein Auge juckt. So. Oh, hat mich jetzt die... Also da auch übel, hat mich der Schleim erwischt. Nein, 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 nein. Oh nein, ich sterbe. Ich sterbe. Was soll ich jetzt machen? Ich gehe raus. Töte jetzt alle Feinde, ja klar. Sterbe zuerst besser. Hat wenigstens einen Heiltrank gegeben. Nee, noch eine Fledermaus. Wow, dass ich das überlebt habe. Wie wär's mit dem Heiltrank? Okay, ich glaube, es gibt noch Feinde. Wir haben nicht alles erforscht. Ich versuche doch mal rauszugehen. Ja. Scheiße. Ja. Ich
gehe davon aus, dass wir sterben werden. Ich darf keine Fledermaus mehr treffen, die Möglichkeit wäre natürlich auch nach draußen zu gehen, ne? Eigentlich wäre das schon die beste Möglichkeit, wir gehen auch nach draußen. Ah, das ist schon rausgegangen, na gut, dann gehen wir jetzt direkt nach draußen. Was? Ich habe einen Aufgaben für dich. Besorge mir das Stationswerkzeug. Ein Aufgaben wie niedlich. Was denkst du eigentlich, wer du bist, ne? Ich habe Geld, ich bezahle dich. Pa, ich habe gerade keine Verwendung für Geld. Wenn du mir dabei hilfst, meine Lebensaufgabe zu verwirken, unterstütze ich dich vielleicht auch. Wie die Dorfbewohner sagen. Okay. Man hat mir gesagt, dass du mir illegal Dinge besorgen kannst. Na, wenn du gehört hast, muss das so stimmen. Aber eine Hand wäscht die andere. Was? Aha, okay. Ich sehe schon. Ja, wir müssen Blut in die Sachen werden wahrscheinlich im Verlies finden, mute ich jetzt mal. Will meistens Sinn machen. Moment mal. Okay. Das habe ich das vorhin nicht gesehen, dass da, weil ich, dass da Krüge sind. Das war manchmal echt. So, wir gehen mal kurz schlafen ein bisschen. Ich nehme die Sachen ab. Wir haben schon etliches hier verloren. So, Rohstoffe rein. Nahrungsmittel machen. Ich mache hier auch kurz mal die Kiste zu Ende. Dann tue ich mal hier die Nahrungssachen rein. Die ganzen Samen, die wir gefunden haben. Fliege mal früher hier rein. So, jetzt kommt alles rüber wieder. Metall. Boah, Metall schon so viel, ey. Den muss ich jetzt zuerst verarbeiten. Gut, wir gehen mal kurz um. Oh, ich habe den ganzen Kürbis weggelegt, ne? So, ich habe kurz geschlafen. Und würde ich sagen, dann machen wir dann weiter in der nächsten Folge. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann sehen wir wieder in der nächsten Folge von Graveyard Keeper. Da geht es wieder runter und dann schauen wir, ob wir dann den zweiten Bereich komplettieren können. Bis dann und bye bye. Ja, das war's dann wieder mal mit der heutigen Folge von Graveyard Keeper. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und vielleicht sogar ein Abo, wenn noch nicht passiert. Schaut noch gerne in die anderen Videos rein, die hier verlinkt sind oder in ein anderes. Und sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge wieder. Bis dann und bye bye.